Der Kollege Markus Uhl von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. 64% der Bundesbürger nutzen heute mobile Datenverbindungen. Für 2018 prognostiziert der Branchenverband Bitkom, dass der mobile Datenverkehr in Deutschland auf 2.100 Millionen Gigabyte ansteigen wird. Das ist im Vergleich zu 2016 eine Verdopplung. Mobilfunknetze sind für die Menschen in unserem Land als auch für die Wirtschaft zu einem validen Standortfaktor geworden. Und dies wird sich mit der fortschreitenden Digitalisierung auch weiter verstärken. Um an der Spitze der weltweiten Entwicklung zu bleiben, brauchen wir schnelle, flächendeckend verfügbare, stabile und vor allen Dingen, wurde ja auch schon genannt, bezahlbare Mobilfunkverbindungen. Meine Damen und Herren, die angesprochene Studie des britischen Unternehmens Open Signal kommt in der Tat zu Ergebnissen, die nicht zufriedenstellend sein können. Aber auch ich halte diese Analyse nicht für valide. Und wir haben ja schon einiges gehört, weshalb das so ist. Und ich habe mir zusätzlich angeschaut, wie denn die Ergebnisse dieser Studie ermittelt werden. Und dazu können die Teilnehmer, diejenigen, die da mitmachen wollen, sich eine App runterladen im Internet auf ihr mobiles Endgerät und damit dann die Messungen durchführen. Und das nennt man in der statistischen Forschung Selbstselektion der Teilnehmer. Und dadurch läuft die Studie Gefahr, eben selbst nicht repräsentativ zu sein. Und zum anderen, und da reicht ein kurzer Blick ins Internet, gibt es zahlreiche andere Studien und Analysen, in denen Deutschland auch deutlich besser abschneidet. Um ein Beispiel zu geben, genau eine andere Studie zeigt den Spitzenreiter der Open Signal Studie, nämlich die Niederlande, im unteren Mittelfeld in Europa auf. Zusammenfassend habe ich doch erhebliche Zweifel, was die Validität dieser Studie angeht. Heute haben wir in Deutschland eine hohe Anzahl von Haushalten mit LTE-Empfang, der einigermaßen zufriedenstellend ist. Die aktuell geltende Versorgungsauflage für den LTE-Ausbau läuft allerdings auch noch bis Ende 2019. Und bis Ende 2019, also in knapp 2 Jahren, sind alle drei Netzbetreiber dazu verpflichtet, bis zu diesem Zeitpunkt 98% der Haushalte bundesweit mit LTE zu versorgen, inklusive der Bahnstrecken und der Bundesautobahnen. Und das wird bis dahin natürlich auch noch zu weiteren Verbesserungen führen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wie auch schon bei den Sondierungsverhandlungen, Sie gehen wieder vorzeitig vom Platz, Sie analysieren lieber vom Spielfeldrand. Wir bleiben auf dem Platz und wir setzen uns bis zur letzten Sekunde auch für den Erfolg ein. Gerne. Ja, und deshalb war es auch die CDU-CSU-Fraktion, es war meine Fraktion, die im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur diese Woche genau dieses Thema aufgerufen hat. Wir waren es, die das Thema zukünftiger und bestehender Mobilfunknetzausbau auf die Tagesordnung gesetzt hat. Und wir haben das getan, weil wir einerseits wissen, dass wir heute bereits ein ordentliches Mobilfunknetz haben, aber weil wir auch wissen, dass wir heute die Chancen nutzen müssen, die entscheidenden Schritte für den kommenden Ausbau der nächsten Mobilfunkgeneration, nämlich 5G, zu diskutieren. Und ja, ich stimme Ihnen zu, wir haben in Deutschland, gerade im ländlichen Raum oder in Gebäuden, auch noch zu viele Funklöcher. Und ja, natürlich, sie sind für uns alle, für die Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft ein verständliches Ärgernis. Unser Anspruch an eine mobile, digitale Mobilfunkinfrastruktur muss eine lückenlose Versorgung sein, auch und gerade in weniger dicht besiedelten Gebieten. Und das dient auch nicht zuletzt der Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Und deshalb nehmen wir uns auch dem Thema an. Und meine Damen und Herren, der Koalitionsvertrag wurde ja schon zitiert. Schauen Sie doch mal rein. Und das Thema Ausbau der digitalen Infrastruktur spielt da eine ganz besondere Rolle. Zum einen konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des bestehenden Mobilfunknetzausbaus. Und da zunächst, um weitere Diskussionen über Statistiken zu vermeiden, werden wir eine bundesweite neutrale Messinstanz durch die Bundesnetzagentur schaffen und die Bundesnetzagentur natürlich dann auch ermöglichen, bei Verstößen gegen die Versorgungsauflagen auch passgenaue und vor allen Dingen rechtssichere Sanktionsmechanismen anzuwenden.
Und die App wurde ja auch schon angesprochen. Durch diese Funkloch-Melde-App werden die Bürgerinnen und Bürger selbst die Möglichkeit haben, bei der Netzabdeckung einfach unbürokratisch Probleme zu melden, damit konkrete Verbesserungen auch erzielt werden können und der Druck natürlich auch auf die Anbieter steigen wird. Und wir werden bis zum Ende diesen Jahres eine Gesamtstrategie vorlegen zur Schließung der bestehenden Funklöcher, um gemeinsam auch diese mit den Mobilfunkanbietern und den Ländern zu erarbeiten. Und zum anderen, meine Damen und Herren, legt der Koalitionsvertrag auch den Grundstein für die nächste Mobilfunkgeneration 5G. Die Gigabit-Gesellschaft bietet zukünftig innovative und zukunftsfähige Mobilitätsangebote, autonomes Fahren, Smart Farming, E-Health und vieles mehr. Und damit auch die Menschen im ländlichen Raum davon profitieren, brauchen wir selbstverständlich eine verlässliche und eine lückenlose Versorgung mit 5G, auch in der Fläche. Und deshalb gilt für uns die Maxime, neue 5G-Frequenzen nur gegen eine flächendeckende Versorgung. Und damit ist klar, trotz des Versuchs der Miesmacherei von einigen hier stehen wir im Mobilfunknetzbereich gut da. Es gibt weiße Flecken, wir werden diese schließen. Der weitere Ausbau der digitalen Infrastruktur hat für uns oberste Priorität. Und deshalb wird Deutschland auch der kommende Leitmarkt für die nächste Technologiestufe für 5G sein. Ich rufe auf den Kollegen.